Heute bin ich mit dem Hemiway Cruiser unterwegs. Fette Reifen, eine ordentliche Federung und unglaublich viel Fahrspaß erwarten euch in diesem Video. Schauen wir mal, was das E-Bike sonst noch zu bieten hat. Los geht's! Vor fast genau einem Jahr habe ich euch in einem Video das Hemiway City Pedelec vorgestellt, optisch eher konservativ und der erste Versuch von Hemiway, neben dem amerikanischen auch auf dem deutschen Markt Fuß zu fassen. Mittlerweile gibt es da einige Modelle, darunter auch den Hemiway Cruiser. Den stelle ich euch heute vor. Den Cruiser als Step-Through, also mit leicht abgesenktem Oberrohr in Weiß. Alternativ gibt es das E-Bike dann auch noch mit geradem Oberrohr. Das ist dann in Schwarz. Die Farben unter den E-Bike-Modellen wechseln, das geht leider nicht. Der erste Blick fällt aber ohnehin weder auf Farbe noch auf das Oberrohr, sondern natürlich direkt auch auf die fetten Kenda-Reifen. Der Cruiser ist ein Fatbike und die 26 Zoll Reifen sind gute 10 cm breit und das ist natürlich eine sehr, sehr brachiale Erscheinung. Und das tut dem ansonsten recht unauffälligen Rahmen auch ganz gut. Der ist okay, der Akku ist auch sehr präsent und ja, auch das kann man schöner lösen. Darüber hinaus hat der Cruiser Hemiway typisch sein kleines Schneidebrett dabei. Der Gepäckträger kommt mit Holzoberfläche und Hemiway-Logo. Der ist trotzdem ganz praktisch, besitzt hier noch Streben für Taschen oder Expander. Praktisch auch, dass das Rad komplett auch mit dicken Schutzblechen kommt, denn ein Ausflug in unbefestigtes Terrain bietet sich ja hier mit diesen Reifen nur an und da braucht es eben auch dicke Schutzbleche. Die sind aus Plastik, machten aber trotzdem einen sehr soliden Eindruck. Das Bike hat bei allem Brachialen aber auch einfach schöne Details. Etwa beim Gepäckträger oder hier der Griff unter dem Sattel, sehr praktisch zum Rangieren. Immerhin wiegt dieser Brocken hier auch 32 Kilo und das ist natürlich auch eine Ansage. Leicht geht anders. Außerdem finden wir hier überall diese Schrauben am Rahmen. Also da lässt sich neben einem Frontgepäckträger oder Korb noch einiges montieren, was die langen Touren angenehmer macht. Was mich überrascht hat, online sieht die Beleuchtung komplett anders aus. Vorne eine ziemlich große Lampe mit mehreren Leuchtquellen drin. Aber bekommen habe ich eine doch recht schlanke Büchelleuchte. Dabei handelt es sich um die Shiny 50. Die ist gut, die leuchtet schön hell, ist auch verstellbar im Winkel. Aber so rein optisch zu diesem fetten Bike hätte ich so eine dicke Leuchte vorne auch ganz cool gefunden. Hinten ist das Rücklicht mit Reflektor in den Gepäckträger integriert. Passiv beleuchtet quasi sind die Reifen, denn die haben einen reflektierenden, umlaufenden Streifen spendiert bekommen. Also so viel zum Design. Ich sag mal so, ohne die fetten Reifen wäre mir das Ganze zu bieder, zu langweilig, aber in dieser Kombination geht bei mir auch dieser Rahmen durch. Das macht insgesamt schon was her. Da stört auch der dicke Akku nicht weiter, den wir hier abschließen und natürlich andersrum auch entnehmen können. Das geschieht seitlich und ziemlich einfach. Hemiway, die nennen sich ja die Reichweiten-Experten und der Akku kann auch wirklich was. Ganze 840 Wattstunden hat der an Kapazität und das ist natürlich einiges, aber er muss ja auch ein 32 Kilo Rad plus Fahrer und Zuladung bewegen. Reichweitentechnisch liegen wir dann zwischen 60 und guten 100 Kilometern. So um die 80, 90 waren bei mir im Test schon realistisch. Ich fahre auch gern im höchsten Modus und dafür finde ich das wirklich eine sehr, sehr gute Reichweite, die wir damit erzielen konnten. Und wo wir gerade bei der Zuladung waren, auch das gefällt mir, der Cruiser ist für bis zu 160 Kilo Nutzlastkapazität freigegeben und auch dieser Wert ist wirklich top. Gut, das Eigengewicht ist schon ziemlich hoch, aber trotzdem auch knapp 130 Kilo, wenn wir das Bike abziehen, sind nicht wenig. Alles so Faktoren, die man von einem Bike in dieser Preisklasse auch nicht unbedingt erwarten würde. Dazu bekommen wir auch eine Schaltung, die Altos von Shimano mit insgesamt 7 Gängen finden wir hier verbaut und die ist wirklich in Ordnung. Klar, die Schaltgruppe ist eher so in der niedrigpreisigeren Einsteigerkategorie anzusiedeln, aber sie hat hier ihren Job wirklich gut erledigt und ohne Murren alles mitgemacht. Auch schnellere, größere Gangwechsel gingen mit ihr flink von der Hand. Woran ich mich auch bei anderen Bikes aber einfach nicht so recht gewöhnen kann, ist hier diese Art der Bedienung. Ich finde die unterhalb des Lenkers dezent, aber wesentlich besser zu steuern, als wenn sie hier oben so thront und man da so richtig die Gänge runterziehen muss. Naja, ich gehe zumindest mal davon aus, dass man sich bei längerer Benutzung schon daran gewöhnt und dann ist das Ganze ja auch okay. Okay, fand ich auch den Sattel. Ich bin da manchmal irgendwie so ein Stück zu weit nach vorn drauf gerutscht. Hat man die richtige Position, ist der natürlich schön aufgeplustert und bequem, aber irgendwie eine Nummer zu rutschig für mich. Vielleicht gibt sich das ja auch noch, ansonsten ist so ein Sattel ja ohnehin ein Teil, das viele von euch zuallererst austauschen, denn der muss einfach zum Fahrer passen, der da oben drauf sitzt.
Und wer hier oben drauf sitzt, der hat einen freien Blick auf das große, aufgeräumte Display. Das gefällt mir immer sehr bei Hemiway. Ist ein wenig so wie ein Bosch Intuvia, so vom Format her, und wirklich auch gut ablesbar. Was bekommen wir hier ausgegeben? Die Wattzahl des Motors, was ich immer ganz interessant finde. Darüber hinaus natürlich Geschwindigkeit und Akkustand, gefahrene Strecke gesamt und aktuell die Dauer und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Also zusammengefasst eigentlich alles, was wir brauchen. Schalten wir das Licht ein, dunkelt die Hintergrundbeleuchtung etwas ab. Das sieht man hier im Hellen kaum, aber das muss man ja auch nicht. Die Bedienung erfolgt über diese Einheit hier linksseitig, die man auch von anderen Hemiway-Modellen schon kennt. Und auch die ist ein wenig wie die von Bosch. Licht ein- und ausschalten, das Rad an sich ein- und ausschalten, sowie eine Plus- und eine Minus-Taste, mit denen navigiert man sich durch die insgesamt 5 Unterstützungsstufen. Außerdem an Bord eine Klingel. Ungewöhnlich, sieht nämlich eher aus wie von einem E-Scooter, aber schön integriert. Schön sind auch die Griffe hier mit den Nähten und ergonomischen Handauflageflächen. Das gefällt mir sehr gut und ebenfalls angenehm. An den Bremshebeln finden wir so eine Art Gummierung vorne dran, die den Fingern dann noch einmal etwas mehr schmeichelt. Übrigens, die Hebel führen zu den 188 mm Scheibenbremsen. Auch hier alles etwas größer dimensioniert, aber durchaus passend. Nur sind es eben leider mechanische Scheibenbremsen. Das lässt sich gut dosieren in diesem Fall und wunderbar einsetzen. Am Ende fehlt mir aber wie so oft etwas der Biss, wenn es in Richtung Vollbremsen geht, aber vielleicht kann man die auch noch so ein bisschen durchs Einstellen etwas nachschärfen. Sollte man auf jeden Fall mal probieren. Geht in Kombination mit den Belägen auch derzeit zumindest sehr geräuschlos. Und wofür brauchen wir hier starke Bremsen? Ja, um den kraftvollen Motor zu bändigen. Er sitzt in der Hinterradnabe und hat wie das gesamte Bike schon eher ausladende Ausmaße. Bei jedem anderen Bike hätte mich das gestört. Hier, naja, fällt es auch nicht weiter auf. Er ist Hemiway gebrandet. Ich weiß nicht genau, wer da en detail dahinter steckt. Was ich aber weiß, ist, dass er die erlaubten 250 Watt mit sich bringt und ein kraftvolles Drehmoment von 80 Newtonmetern aufweisen kann. Und das ist schon eine ganze Menge. Und die merkt man auch. Es geht wirklich sehr schnell aus den Startblöcken weg. Auch Anstiege oder Ausritte ins Gelände machen ihm nichts aus. Das hat mir echt sehr gefallen. Auch weil er für 80 Newtonmeter Nabenmotor wirklich sehr schön ruhig arbeitet. Klar hört man den, aber da gibt es noch ganz andere Kandidaten, die da mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was mich aber stört am Motor oder vielmehr an seiner Integration ist, dass er etwas braucht, um einzusetzen. Das hat man oft. Hier in der Kombination fällt es mir aber zumindest stärker auf. Zum einen, weil der Cruiser sehr schwer ist und dementsprechend auch eher mühsam ohne Motor zu fahren ist. Und zum anderen, weil der Motor so stark ist. Also in Stufe 1 und 2, vielleicht noch 3 ist es nicht so extrem. Seid ihr aber in 4 und 5 unterwegs, wartet man auf das Einsetzen des Motors und wird dann aber mal so richtig weggedrückt. In einem Ruck und unvermittelt gibt er dann plötzlich Gas und das könnte einfach etwas sanfter und harmonischer gelöst sein. Ein Mittel, um das zu erreichen, ist der Gasgriff hier auf der rechten Seite. Bei uns natürlich nicht für den Dauerbetrieb, sondern eine Art Anfahr- und Schiebehilfe. Wer daran dreht, wird sanft und langsam auf 6 km/h beschleunigt. Und dreht man den vor oder während des Anfahrens, gestaltet sich das Ganze dann doch etwas harmonischer und das finde ich ganz gut. Trotzdem, dieses ruckartige Einsetzen bzw. der Leerlauf vorher, das schmälert den Spaß so ein wenig. Ist man länger unterwegs, stellt sich da aber sicherlich eine gewisse Gewohnheit mit ein. Was ich erfreulich finde, der Nachlauf ist nicht so, wie es das Einsetzen des Motors vermuten lassen würde. Das kommt recht zuverlässig, nachdem man das Pedalieren eingestellt hat und das ist nicht bei allen Herstellern so. Gerade wenn man das Anfahren betrachtet, gibt es das Nachlaufen hier glücklicherweise nicht als Pendant dazu. Ist man dann aber mal in Fahrt, gestaltet sich die Cruiser typisch sehr entspannt. Der Motor hat die Kraft, euch in gefühlt jeder Situation locker bleiben zu lassen, egal ob auf Asphalt, steilen Anstiegen oder gröberem Geläuf und durch Matschpfützen. Gepaart mit den Reifen kann euch dann nichts etwas anhaben und das ist schon cool. Der gebogene, komfortable Lenker passt zu diesem entspannten Fahrgefühl und gepaart mit der Optik gefällt mir das einfach richtig gut. Weder Motor noch die Reifen selbst und vor allem letzteres hat mich auch überrascht, machen großartigen Lärm. Selbst auf Asphalt rollen die dicken, profilreichen Reifen recht leise. Das sieht bzw. hört man auch nicht immer so. Die Schaltung ist auch wirklich zu gebrauchen. Oftmals denkt man bei E-Bikes ja auch mal, ist eigentlich egal, denn der Motor macht die Arbeit, die sich sonst durch Runterschalten vereinfacht hätte ja sowieso. Aber hier, wohl wieder dem Gewicht geschuldet, fand ich die echt hilfreich und wie gesagt, auch gut von der Hand gehend.
Dadurch, dass wir den Sattel hier auch nochmal verstellen können, war es auch nicht so Cruiser-Fatbike-typisch niedrig sitzend, was für meine 1,90 Meter natürlich einiges vereinfacht hat. Und wofür braucht man so einen Cruiser? Naja, in diesem Fall finde ich den Hemiway Cruiser eigentlich sehr alltagstauglich und nicht nur eine reine Spaßmaschine. Wie gesagt, das ist keine Super 73, wo man den Sattel nicht verstellen kann, sondern man kann hier bequem sitzen und ergonomisch noch dazu. Und dann gibt es dann noch so Details wie reflektierende Reifen, gute Beleuchtung, einen Gepäckträger mit zusätzlichen Streben, dicke, wirkungsvolle Schutzbleche, viele Montagemöglichkeiten. Also es lässt eigentlich nichts vermissen. Für mich ist der Cruiser dadurch ein ziemliches Multitalent. Man muss den Style natürlich mögen, klar, aber auch die Verarbeitung, die Haptik, wie sich das alles anfühlt, hat mir echt zugesagt. Leider sind die Hemiways oft auch mal ausverkauft und nicht unmittelbar lieferbar, also nicht gerade unbeliebt. Also hierauf kann ich mir Pendeln vorstellen, eine Spaßmaschine, um durch den Wald zu heizen oder übers Feld. Ich kann mir damit längere Touren vorstellen, weil die Reichweite habt ihr und auch den Komfort habt ihr. Also echt ein sehr gutes Multitalent. Preislich, und auch das ist nicht zu vernachlässigen, liegen wir mit dem Cruiser bei 1600 Euro. Das finde ich einen komplett fairen Preis für so eine Spaßmaschine mit ernsten Absichten. Und was ist eure Meinung? Schreibt sie in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Reviews mehr zu verpassen, und gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sind jetzt am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.